Ich grüße Sie. Schön, dass Sie gekommen sind. Wir grüßen Sie hier zur Pressekonferenz zur Fusion der evangelischen Kirchengemeinde am Dünnen, Wupper und Rhein. Vorher zwei Gemeinden, jetzt eine seit dem 1. Januar. Wir, das sind Frau Renate Busse-Baldringer, Presbyterin. Also alles jetzt, das ist so ein Wasi. Wasi bis Ende Dezember, weil mit der neuen Gemeinde gibt es kein Presbyterium. Beide Presbyterien sind aufgehoben worden. Also war Presbyterin der Kirchengemeinde Rheindorf. Herr Ulrich Freund war Presbyter der Kirchengemeinde Leverkusen-Köpperstich-Bürrich und Vorsitzender des Presbyteriums. Herr Hans-Gerd Merzen ist Pfarrer der Kirchengemeinde an Dünnen, Wupper und Rhein. Und mein Name ist Bernd Eckert-Scholten, ich bin auch Gemeindepfarrer. Vielleicht nur den einen Satz. Mit Bildung der neuen Gemeinde sind die Strukturen nicht mehr gültig. Das heißt, es wird derzeit ein Bevollmächtigtenausschuss, der die Gemeinde leitet. Aber wir vier sind die vier Personen, die jetzt uns Ihnen zur Verfügung stellen, und wir danken Ihnen, dass Sie gekommen sind. Folgender Vorschlag: Herr Freund macht eine kurze Einführung, und wenn Sie Fragen haben, fragen Sie gerne. Wann auch immer. Bitte schön. Danke. Also nach der kurzen Einführung, da bin ich sicher, werden ganz viele Fragen offen bleiben, weil ich ja nur eine kurze Einführung machen möchte. Aber ich habe versucht, so ein paar Fragen doch vorab schon mal in den Raum zu stellen und eine ganz kurze Antwort zu geben, die dann später im Gespräch vertieft werden soll. Die Grundsatzfrage ist natürlich die, warum haben wir überhaupt eine Fusion gemacht? Zwei gleich große Gemeinden, jeweils etwa 2800 Gemeindeglieder. Beide haben gut funktioniert. Beide haben sich nicht in einer Notsituation befunden. Warum fusionieren also zwei Gemeinden, denen es eigentlich ganz gut geht? Ich versuche eine Antwort. Die beiden Gemeinden haben eigentlich schon seit vielen Jahren beide das Konzept gehabt, vorausschauend zu planen, vorausschauend zu wirtschaften und vorausschauend zu handeln. Da wird sicherlich gleich noch das eine oder andere zu gesagt werden können, woraus dieses Vorausschauende bestand. Und beide Gemeinden haben gedacht, dass die Fusion letztlich eine konsequente Fortsetzung einer vorausschauenden Handlungsweise ist, weil wir uns beide sicher sind, dass wir den gesellschaftlichen und damit natürlich auch den kirchlichen Veränderungen uns gemeinsam einfach besser stellen können. Denn unser Ziel ist natürlich, unsere evangelischen Traditionen zu bewahren und hier vor Ort, sei es in Rheindorf, sei es in Bürich, sei es in Köpperstich, fortzuführen. Wie haben wir die Fusion vorbereitet? Zunächst haben sich natürlich mal die Leitungsorgane der beiden Gemeinden, sprich die Presbyterien, Gedanken gemacht, wollen wir diesen Weg gehen, wollen wir den Weg nicht gehen. Aber dabei ist es natürlich nicht geblieben, denn das ist ja ein jahrelanger Prozess gewesen. Das hat 4 Jahre gedauert, bis wir zur Fusion gelangt sind. Und wir haben von Anfang an versucht, Gemeinde einzubeziehen, Gemeindeglieder einzubeziehen, Mitarbeitende einzubeziehen, und haben eine Vielzahl von Projektgruppen, Arbeitskreisen und ihrer entsprechenden Sitzungen gehabt und haben auch die Gemeinde, sei es in Gemeindeversammlungen, sei es in einer sogenannten Zukunftswerkstatt, in den Prozess eingebunden und eine ganze Reihe von Anregungen bekommen, die wir dann natürlich in den Prozess eingegeben haben. Ich möchte das Wort Prozess betonen, denn wir sind jetzt in einer Stelle, es geht ja noch weiter. Wir haben jetzt sowas wie eine Baustelle, aber da muss ja noch viel mit Leben gefüllt werden. Also der Prozess ist nicht zu Ende heute. Was wollen wir? Na klar, Zukunft sichern und den Menschen in den drei Stadtteilen Bürich, Küppersteg und Rheindorf jetzt mit gebündelter Kraft und mit vereinten Strukturen Nähe und Heimat erhalten. Nähe und Heimat erhalten und uns als evangelische Kirchengemeinde einbringen in das Leben der Stadtteile. Da kommt es uns zu Pass, dass jede der beiden bisherigen Gemeinden ihre ganz spezifischen Stärken hatte, sei es in der Gruppenarbeit hier in Rheindorf, sei es bei den vielfältigen Gottesdienstangeboten in Bürich und Küpperstig.
Und da wir ja die Gemeindezentren, die Kirchen, die Pfarrstellen, die Einrichtungen, Kinder-Jugendarbeit, diakonische Arbeit, Gruppenangebote erhalten, da wird ja nichts gestrichen, sind wir in der Lage, Dinge zu bündeln und dann eben mit viel Ausstrahlung in die Stadtteile einzubringen. Natürlich bedeutet die Fusion nicht, dass wir jetzt plötzlich mehr Geld haben. Wo soll es bitte herkommen? Wir haben genauso viel Geld wie vorher, aber wir haben die Möglichkeit, flexibler zu reagieren. Wir haben unsere Steuerungsmöglichkeiten verbessert. Das bedeutet, durch die Fusion haben wir natürlich viel bessere Vertretungsmöglichkeiten wechselseitig bei Urlaub und Krankheit. Wir haben, und da sind die Gemeindegrenzen einfach in den Köpfen vielleicht auch ein Stück weit als Grenze wahrgenommen worden in der Vergangenheit von den Gemeindemitgliedern, wir haben die Möglichkeit mit der Arbeit, der Gruppenarbeit, der Arbeit vor Ort über die bisherigen Gemeindegrenzen hinweg Ausstrahlung auszuüben. Natürlich können wir auch parallele Leitungsstrukturen abbauen. Wir haben nur noch ein Presbyterium statt zwei Presbyterien. Wir können bei der Arbeit der beiden weiterhin existierenden Gemeindebüros natürlich auch Dinge straffen, was im Übrigen nicht heißt, dass die Gemeindebüros als Anlaufstellen für die Gemeindemitglieder nicht erhalten bleiben. Jeder, der möchte, kann nach wie vor in eins der beiden Gemeindebüros kommen. Aber natürlich haben wir im Verwaltungsbereich einige Möglichkeiten, Prozesse besser zu organisieren, wenn aus zwei Gemeinden eine wird. Und es sei auch nicht verkannt, dadurch, dass wir uns zusammentun, sind natürlich auch unsere finanziellen Ressourcen zusammengewachsen. Und wenn denn mal ganz große Aufgaben anstehen, nehmen wir mal als Beispiel, ist im Moment nicht konkret, bitte, Kirchendachsanierung oder sowas, dann hat man einfach bessere Möglichkeiten, das finanziell zu stemmen. Denn es wird ja hoffentlich nicht so sein, dass man gleichzeitig in allen Gebäuden große Maßnahmen machen muss. Wichtig ist es uns, dass wir die Gottesdienste, das Diakonische, das Soziale, das Gesellschaftliche und auch kulturelle Engagement in den Stadtteilen mit bewahren helfen. Das heißt, wir machen ja in dem Bereich, auch im kulturellen Bereich, hier gibt es die Hobbykunstausstellung in der Hoffnungskirche, in Bürich gibt es immer die Beteiligung an der Kunst. Wir wollen all das gerne bewahren, aber ganz wichtig ist es uns, wir wollen, und das ist eine originär kirchliche Aufgabe, wir wollen die Menschen in den drei Stadtteilen in ihren jeweiligen Lebenssituationen abholen und vielleicht auch ein Stück weit besser erreichen können, als wir das bisher schon getan haben. Danke Ihnen. Können Sie mal ein paar Beispiele nennen? Sie haben gerade gesagt, durch die veränderten Strukturen werden natürlich auch neue Kräfte frei, auch durchaus finanzielle Kräfte. Sie hatten gerade das Beispiel mit dem fiktiven Kirchendach, was repariert werden müsste. Haben Sie denn ganz konkrete Beispiele, für die Sie möglicherweise das frei gewordene Geld ausgeben möchten oder die Strukturen anpassen möchten? Wir haben keine konkreten Beispiele, wenn ich Ihre Frage so beantworten darf. Natürlich haben wir, das ist ganz normal in Organisationen wie zwei Kirchengemeinden, immer wieder Instandhaltungsmaßnahmen, immer wieder auch größere Baumaßnahmen. Ja. Zum Beispiel bei der Bürger Petruskirche steht die Sanierung der Orgel an. Das sind keine kleinen Summen, die wir dafür ausgeben müssen. Ja. Laufende Baumaßnahmen stehen immer wieder an. Aber wenn denn mal ein Notfall eintreten sollte, ein größerer, dass plötzlich irgendwo, mein fiktives Beispiel war etwa ein Kirchendach, entsteht, dann reden wir von größeren Summen. Und da sind wir froh, wenn dann auf ein größeres finanzielles Reservoir zurückgegriffen werden kann. Aber in die Orgelsanierung würde zum Beispiel auch etwas fließen, oder nicht? Die war schon vorher finanziert. Die ist im Grunde schon der Auftrag ist erteilt worden von letztes Jahr. Also wie gesagt, es geht nicht um das Stopfen von finanziellen Löchern. Das ist nur eine vorausschauende Maßnahme. Welche Gebäude gehören Ihnen denn? Die Rheindorfer Friedenskirche, in der wir uns gerade Hoffnungskirche, Entschuldigung. Dann in Bürich die Petruskirche, dann haben Sie das Martin-Luther-Haus. Eine Kindertagesstätte, ja. Und dann gibt es noch eine Kindertagesstätte am Burgweg. Das sind alle Gebäude, die Ihnen zusammengehören. Also der Burgweg selber ist da raus, der ist in evangelischer Trägerschaft mit Blick auf den Verbund der evangelischen Einrichtungen hier auf der Kirchenkreisebene. Aber wir haben hier von Rheindorf her eine Kooperation, was die religionspädagogische Arbeit und Begleitung der Einrichtung angeht. Aber haben mit dem Gebäude und mit all dem, was dazu gehört, auch mit Verwaltung an dem Punkt nichts zu tun.
Das heißt, wir sind hier gebäudemäßig eigentlich sehr eng begrenzt. Es ist dieses Gemeindezentrum und es ist noch dieses nette weiße Haus vorne am Parkplatz, das Pfarrhaus, in dem ich wohnen darf. Und ansonsten haben wir selber, also aus der Perspektive Rheindorf, keine weiteren Immobilien. Und zu den Immobilien in Dürich und Küpperstück können, denke ich mir, die Kollegen von dort besser Auskunft geben als ich. Ist letztlich schon gesagt worden. Wir sind auch im Verbund. Ne? Wir sind im Verbund, das heißt, die Kindertageseinrichtung ist auch im Verbund, aber dieses Gebäude ist jetzt das Gebäude der Kirchengemeinde. Also das ist das Martin-Luther-Haus, genau. Und Petruskirche, Pfarrhaus, also das sind dann, aber auch das sind die Gebäude, um die es dann letztlich geht. Das ist jetzt nicht viel darüber hinaus. Die Entscheidung, in den Verbund einzutreten, war ja wahrscheinlich dann auch schon der erste Schritt auf diesem Weg, oder? Die Entscheidung, in den Verbund, in den Kindertagesstättenverbund einzutreten, der ist letztlich zu einer Zeit, also mit unserer, jetzt Küpperstedt-Bürich hatte da zu der Zeit eine Kindertageseinrichtung, wir haben die mit gegründet. Und dann ist später im Burgweg eine Kindertageseinrichtung geschaffen worden. Und da ist die damalige Kirchengemeinde Rheindorf angefragt worden, ob sie die religionspädagogische Begleitung übernimmt. Genau. Das, was Sie sagen, aufnehmend, also ich glaube, dass in beiden Gemeinden schon sowohl soziales Engagement als auch das, was Herr Freund ansprach, vorausschauendes Planen angesetzt sind. Und wenn dann Kooperationen möglich sind, wenn es möglich ist, zusammenzuarbeiten mit anderen und es Sinn macht, dann versuchen wir genau das zu übernehmen. Und das haben wir bei der Mitgründung des Kindertagesstättenverbundes wahrgenommen, aber auch... Stimmt, wir waren die Ersten. Ja, wir waren am Anfang mit dabei. Mhm. Aber eben auch in Kooperationen, die hier wie der jetzigen stattgefunden haben. Was für eine Rolle spielt denn die Tatsache, dass die Mitgliederzahlen immer weiter sehen können bei der Entscheidung, dass die zwei Gemeinden sich jetzt zusammentun? Oder dass vor 4 Jahren die Entscheidung getroffen wurde, dass beide Gemeinden sich zusammentun möchten. Das spielt natürlich eine Rolle, ganz klar. Und zwar unter dem Aspekt vorausschauende Planung. Wenn wir davon ausgehen müssen, realistischerweise, dass manche Entwicklungen nicht abrupt enden, sondern sich vielleicht ein Stück weit fortsetzen, dann müssen wir einfach, um unsere Strukturen bewahren zu können, in der jetzigen Form schauen, wie wir Wege finden, um uns das finanziell und auch organisatorisch, nicht nur finanziell, auch organisatorisch leisten zu können. Das heißt, Sie sind schon auch davon ausgegangen, dass in beide Gemeinden parallel bestehen, dass die vielleicht irgendwann in ferner Zukunft nicht mehr existieren werden, weil die Mitgliederzahlen vielleicht so weit sinken, oder? Nee, so weit sind wir mit Sicherheit nicht gegangen, wenn ich das antworten darf. Das geht auch nicht. Also, dass die Gemeinde nicht mehr existiert, das ist ein bisschen schwierig. Die Schwierigkeit ist das Personal zum Beispiel. Also, wie viele Pfarrstellen sind dann noch möglich? Die evangelische Kirchengemeinde Rheindorf hatte in den letzten 20 Jahren 2 Pfarrstellen. Jetzt noch eine. Die Kirchengemeinde Kupferstich-Bürich hat auch mal 2 Pfarrstellen gehabt und dann anderthalb und dann, aber jetzt eine. Und da wird es dann schwierig. Was ist mit... Also wenn eine Person für die gesamte Begleitung zuständig ist, ist die Gemeinde ja immer noch da. Aber das Verteilen von Aufgaben wird schwieriger. Und so haben wir nicht nur an der Stelle, sondern an vielen Bereichen von Gemeindearbeit jetzt kooperative Möglichkeiten, die verstärkt sind. Also gegenseitige Vertretungsmöglichkeiten zum Beispiel. Wie haben Sie das denn bisher gehandhabt? Ich meine, da waren Sie auch nur zu zweit an 2 Orten. Also wir hatten mit Frau Hedke, einer Pastorin, die jetzt bis Ende des Monats noch da ist und längere Zeit hier gearbeitet hat, oder seit 2 Jahren hier gearbeitet hat, hatten wir da eine Unterstützung. Ansonsten haben wir sicherlich uns gegenseitig vertreten. Also wenn jemand im Urlaub war, dann wird angefragt und dann werden Lösungen gefunden. Aber die Struktur ist nichtsdestotrotz ja eine andere. Das eine ist Kulanz und das hier ist jetzt Absprache innerhalb einer Struktur. Das ist letztlich genau. Ja, und es hat ja dann auch immer noch mal so diesen Charme, dass man ein Stück weit auch
gabenorientiert handeln kann. Ne? Dass man so sagen kann, okay, der eine Kollege, dem liegt vielleicht dieser oder jener Bereich mehr und der engagiert sich dann über die Bezirksgrenzen hinaus. Das wird sich entwickeln müssen sicherlich auch in diesem Bereich dann eben intensiver. Und der andere Kollege sagt, okay, da schlägt mein Herz mehr und kann dann eben über die Bezirksgrenzen hinaus auch dort sich dann vielleicht mehr engagieren, dass man da einfach auch sich ein Stück weit gegenseitig entlastet und begleitet. Und ja, Urlaubsvertretungen sind natürlich auch einfacher abzustimmen, wenn man sowieso in regelmäßigen Dienstbesprechungen sitzt, als wenn man dann ein, zwei Mal im Jahr zum Telefonhörer greift und sagt, sag mal, dann und dann bin ich weg, kannst du vielleicht. Ne? Also ich denke, da ist natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Nähe und eine ganz andere Möglichkeit der Kooperation mit der gemeinsamen Arbeit. Haben Sie denn da vielleicht auch ein paar konkrete Beispiele für uns? Auf was möchten Sie sich zum Beispiel konzentrieren jetzt, wo es die neue Gemeinde gibt? Oder Sie, wo Sie gerade meinten, dass jeder so bestimmte Lieblingsbereiche hat oder so, wo er vielleicht ein bisschen, wenn ich es mal so ausdrücken darf, wo er vielleicht ein bisschen mehr machen möchte. Fällt Ihnen da was ein? Also allein aus der Struktur heraus sicherlich so die Idee, dass ich mich mehr so auch nochmal in diesem Bereich Jugendarbeit weiterhin eigentlich auch begleitend engagieren möchte, weil wir hier dieses große Jugendhaus auch eben unten im Keller haben mit der hauptamtlichen Jugendleiterin. Da sowieso natürlich sehr eng diese Bezüge auch bisher gewesen sind und das könnte sicherlich dann so ein Bereich sein, den man auch nochmal über die Grenzen hinaus dann vielleicht auch, also Grenzen klingt jetzt so, wir haben ja keine mehr, wir sind ja eins, ne? Also sagen wir mal über die Bezirksgrenzen hinaus vielleicht in irgendeiner Form verschieben kann. Nur mal so als ein Beispiel, wir werden sicherlich kooperativ schauen, wie wir mit der Konformantenarbeit zukünftig umgehen werden. Da sind dann aber auch Dinge erst nochmal wirklich auch zu entwickeln und auch das, Herr Freund sagt es ja so eben, ist dann ein Teil dieses spannenden Prozesses, in dem wir ja weiterhin auch noch sind, wie wir da zueinander finden und da Dinge dann einfach auch miteinander abstimmen erstmal und dann auch enger miteinander verzahnen werden. Wird es denn jetzt dann auch in Zukunft mehr gemeinschaftliche, gemeinsame Gottesdienste geben oder behalten die Gemeinden ihre individuellen Gottesdienste in ihren Kirchen? Die Gemeinden möchten da. Ich nehme es mal andersrum. Es werden keine Gottesdienste gestrichen. Also es gibt den verlässlichen Gottesdienst es gibt an beiden einen, Orten. Es gibt einen verlässlichen Gottesdienst sonntags an beiden Orten. Ob perspektivisch die Zeiten so bleiben, wie sie jetzt sind, ist eine andere Frage. Ja. Aber es steht überhaupt nicht an, da jetzt regelmäßig von hier nach da umzuschiffen. Mhm. Also das soll, und das ist festes Vorhaben, weil der Presbyterium gewesen, das soll bestehen bleiben. Okay. Es gibt Sondersituationen. Ne? Ja. Wir haben lange überlegt, wie machen wir das mit der Presbyteriumswahl. Und wir haben dann nur mal als Beispiel gesagt, okay, wir machen so eine Art Wahlparty hier in der Hoffnungskirche am Abend der Wahl, wo ausgezählt wird und wo dann verkündet wird, wie das Ergebnis ist. Aber wenn wir die Einführung der Presbyter und Presbyterinnen machen, der Neuen, dann können wir ja schlecht hingehen und sagen, die Bezirkspresbyter von Rheindorf führen wir in Rheindorf ein und die Bezirkspresbyter von Küpperstedt-Bürich in Bürich. Das müssen wir an einem Ort machen und in einem Gottesdienst. Also haben wir gesagt, gut, dann gehen wir an dem Sonntag, 22. März, dann eben in die Petruskirche und machen dort dann die Verabschiedung der alten Presbyter und die Einführung der neuen. Und dann wird es um 10 Uhr natürlich an dem Sonntag hier keinen Gottesdienst geben. Oder ich stelle mir vor, wenn wir ein richtig großes Gemeindefest haben werden, dann werden wir das auch nicht aufgeteilt machen, ein bisschen Gemeindefest hier und ein bisschen Gemeindefest bei der Petruskirche, sondern wir werden ein Gemeindefest machen, entweder hier oder drüben. Und wenn wir dann das mit einem Familiengottesdienst beginnen werden, wird es sicherlich auch nur einen Gottesdienst entweder drüben oder hier geben. Die Sachen werden sich dann einspielen müssen. Aber grundsätzlich das kontinuierliche Gottesdienstangebot, wie mein Kollege es gerade schon gesagt hat, wird, und so ist es geplant, dann natürlich auch weiterhin bestehen bleiben. Das Heimat finden und Heimat behalten ist ein ganz wichtiger Aspekt auch für uns. Die Leute auch wissen, am Sonntag um 10 Uhr kann ich in meine Kirche gehen und dort wird Gottesdienst sein. Das heißt, und das können die Rheindorfer sagen, das können die Küpperstedt-Bürger dann genauso sagen. Das heißt, wenn der Vertretungsfall eintreten sollte, würde einer von Ihnen dann beide Gottesdienste machen? Ja. Soweit das mit Zeiten möglich ist, ist natürlich, dann muss man Gottesdienstzeiten verändern. Ne? Wobei wir da auch schon, ich sag mal, in so einer Probephase gewesen sind, dass wir
in den letzten 3 Jahren oder 4 Jahren sogar schon, ne, immer in den Sommerferien gesagt haben, wir machen ein Gottesdienstprojekt dergestalt, dass wir die Gottesdienstzeiten aufeinander beziehen, so dass ein Kollege, ein Kollegin beide Gottesdienste sowohl hier in Rheindorf wie in Bürich dann eben auch abdecken kann. Und wir nehmen dann eben halt wirklich auch immer eine bestimmte Thematik, wo wir die Gemeinde versuchen auch so ein bisschen mitzunehmen. Und das ist durchaus sehr gut angenommen worden und auch akzeptiert worden. Aber wir sind jetzt, wie gesagt, nicht in den Startlöchern, dass wir sagen, wir haben jetzt die fusionierte Gemeinde und im März denken wir darüber nach, Gottesdienstzeiten massiv zu verändern und plötzlich da alles zu verschieben. Das ist nicht intendiert. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, weil Herr Scholten darauf hingewiesen hatte. Das Problem entschärft sich natürlich auch ein bisschen dadurch, nicht nur ein bisschen, ziemlich viel sogar dadurch, dass wir außer den beiden Pfarrern ja auch noch eine Pastorin in unserer fusionierten Gemeinde haben, Frau Hethke. Herr Scholten hat darauf hingewiesen, Frau Hethke sei nur noch bis Ende Januar da. Der Grund ist der, dass sie eine Pfarrstelle in Wermelskirchen übernehmen wird, aber die Kirchengemeinde an Dünnwupper und Rhein ist fest entschlossen, diese Stelle neu zu besetzen. Da wird es vielleicht eine Übergangszeit geben, wo wir keine neue Pastorin, keine neue Ergänzung zu unserem pfarramtlichen Dienst haben. Aber wir werden die Stelle neu besetzen. Ist das eine 100%-Stelle? 75. Und Sie kriegen doch bestimmt anteilig irgendwie auch eine Entlastung, oder nicht? Als Sub-Sub. Okay, das ist jetzt zur Erläuterung. Nebenher bin ich stellvertretender Superintendenten im Kirchenkreis und ja, aber es gibt keine Person für die Entlastung. Auch kein Stundenkontingent? Es gibt ein Stundenkontingent, aber auch Stundenkontingente müssen an Personen angedockt werden. Also von daher hat das vielleicht andere Konsequenzen, aber nichtsdestotrotz sind wir auf der Suche nach jemandem, die dann die Unterstützung übernehmen könnte. Mhm. Gemeinsam. Bei der evangelischen Kirche gibt es immer noch Unterkategorien wie Unierte Kirche oder sonst irgendwas, ja. Sind Sie beide, gehören Sie beide zu dem Gleichen und wenn ja, welche? Oder? Wir gehören beide zu dem Gleichen und das ja, welche wäre, dass wir uniert sind und in der Gemeinde der lutherische Katechismus in Gebrauch ist. Das heißt nun mal so. Vielleicht dazu, also die Kirchengemeinde Wiesdorf. Damals gab es, also bis Anfang der 60er Jahre, war das eine große Gemeinde und das hier gehörte zu Wiesdorf. Aber also, Sie doch auch, oder? Ja, und wir auch. Genau. Und das heißt, damals ist die Gemeinde Wiesdorf aufgeteilt worden in 3 Gemeinden. Damals Wiesdorf, Küpperstedt, Burich und Rheindorf. Das heißt, wir haben die gleichen Wurzeln. Dass man sich dann über 50 Jahre unterschiedlich entwickelt, kennt man ja aus der Grundschule. Wenn man die Menschen wieder trifft, aber natürlich gibt es unterschiedliche Entwicklungen. Nichtsdestotrotz ist die Grundgeschichte eine gemeinsame. Wo unterschiedliche Entwicklungen, vielleicht könnten Sie mal gerne noch einen Blick darauf werfen, was Sie denn von Opladen unterscheidet. Warum ist es in der anderen Gemeinde so, ja, warum sind die Entwicklungen so anders gewesen, dass die andere Gemeinde Standorte aufgeben musste? Sie haben gesagt, Sie werden keinen Standort aufgeben. Was haben Sie besser gemacht als die Opladen? Da kann man das so Fragen. Sie haben schon Standorte aufgegeben. Genau das. Ist noch nicht so lange her. 2x1. Wann war das denn? Also wir haben, da gibt es auch Belegbilder für. Wir haben, also in Rheindorf sind 2 Standorte aufgegeben worden. Und zwar gab es einen Standort in Rheindorf Nord und einen in Rheindorf Süd. Also Paul-Gerhardt-Kirche war in Nord und Lukas-Kirche in Süd. Und die sind beide aufgegeben worden und dieses hier ist neu gegründet worden. Wann war das? 2006. Mhm. Das heißt, Sie haben im Grunde den gleichen Prozess schon hinter sich, den die Gemeinde Opladen jetzt durchgemacht hat. Kann man das so... Also, Sie haben gerade gefragt, kann man das so fragen? Fragen kann man immer so alles. Das Schwierige sind ja Vergleiche. Von daher würde ich das nicht so sagen. Hier... Bei uns ist die Situation, dass es da eben Aufgaben gab. Das andere war das Martin-Luther-Haus, das auch Gemeindezentrum, Predigtstätte, Jugendhaus war und jetzt nur noch, was heißt nur noch, jetzt Kindergarten viergruppig ist. Haben Sie da noch eine Jahreszahl im Kopf? Fürs Martin-Luther-Haus? Ja, also innerhalb der letzten 30 Jahre, ja. Aber ja. Wie lange ist das hin? Ach so,
Das war 2013. Ja. So spät? Ja. Das hat ja eine Zeit gebraucht. Und wir haben ja auch andere Beschlüsse, auch von anderen Entscheidungen, die wir da getroffen haben, gibt es Bilder. Und auch da ist es eben dann so, dass in beiden Bezirken jetzt letztlich ein Zentrum für Gottesdienst und ein gruppenorientiertes Gemeindeleben gibt. Im Küpperstedt ist das Martin-Luther-Haus halt. Es ist da und es lebt und ist als Kindergarten nochmal anders verwoben und angebunden. Nichtsdestotrotz für Gemeindearbeit sind zwei Zentren. Und ich denke mir, damals war das hier sicherlich eine schwere Entscheidung, diese beiden Zentren aufzugeben. Und das ist wohl auch sehr intensiv und sehr kontrovers diskutiert worden. Ich muss das so vorsichtig formulieren, weil das vor meiner Zeit war. Also ich kenne es nur aus der Gemeindegeschichte und aus vielen Gesprächen, die ich hier natürlich mit Gemeindegliedern auch darüber geführt habe. Aber das, was, wie ich persönlich finde, wirklich sehr, sehr gut gelungen ist, ist, dass die Menschen, die damals in der Gemeinde Verantwortung hatten, hingegangen sind und gesagt haben, okay, ihr müsst ganz, ganz viel loslassen und ganz, ganz viel aufgeben, aber eben halt eigentlich parallel in beiden Gemeindebezirken. Aber ihr bekommt gemeinsam, und da ist es natürlich toll, dass es gelungen ist, dieses Grundstück wirklich praktisch genau auf der Mitte, auf der Grenze beider früherer Gemeindebezirke, ihr bekommt gemeinsam auch was ganz, ganz Tolles Neues. Und es war ja durchaus dann so die Spannung, wird das akzeptiert, wird das angenommen? Und man kann mit dem, was letztendlich dann hier in und aus der Hoffnungskirche heraus entstanden ist, sagen, dass es eigentlich die Erwartungen auch ein Stück weit gesprengt hat. Dass also zum Beispiel deutlich war, der Gottesdienstbesuch hat sich massiv erweitert oder ist größer geworden. Wenn man einfach nur mal die Zahlen nimmt, was war vorher in der Lukaskirche, was war eben drüben in der Paul-Gerhardt-Kirche, und wenn man das zusammengenommen hat, als es dann die Hoffnungskirche gab und als man sich hier in der Mitte gemeinsam treffen konnte, war das plötzlich was anderes, war das größer. Und die Möglichkeiten, die dieses Haus dann eben wirklich gegeben hat und geboten hat, auch für Gruppenarbeit und viele andere Dinge, ist dann wirklich sehr positiv aufgenommen worden und hat das Gemeindeleben wirklich dann auch nochmal in ganz besonderer Weise geprägt und einfach auch nach vorne gebracht. Also von daher würde ich sagen, aufgeben klingt immer so, wir haben was verloren und es ist irgendwas abgebaut worden. Ich denke, das Gegenteil ist auch an dem Punkt der Fall. Da ist was Neues entstanden, was wirklich auch für die Gemeinde nochmal ganz, ganz tolle, tragfähige Möglichkeiten geschenkt hat. Und so ist es auch in einer Übergangszeit sicherlich auch empfunden worden, dann hinterher, und wird hier auch so gelebt. Und das Gleiche erhoffen wir uns, und davon gehen wir aus, jetzt eben auch mit dem Schritt, den wir jetzt gegangen sind. Das umso mehr, wenn ich das hinzufügen darf, als die Resonanz bei den Gemeindeversammlungen, sowohl hier in Rheindorf als auch in Böhrig, und auch die Resonanz bei der Zukunftswerkstatt, wie es genannt worden ist, wo Gemeindemitglieder eingeladen waren, ihre Ideen, ihre Vorstellungen, vielleicht auch ein Stück weit ihre Befürchtungen, ihre Ängste einbringen zu können, wo das Ganze doch sehr positiv aufgenommen worden ist. Und das, was wir an Ängsten, an Befürchtungen ja fast schon erwartet hatten, dass da mehr kommt, es kam nicht. Natürlich ist der ein oder andere unsicher, wie die Zukunft aussehen wird. Das ist ganz klar. Da werden wir auch in Zukunft als zusammengewachsene Kirchengemeinde noch dran arbeiten müssen. Aber die großen Sorgen, was kommt da auf mich zu? Ich verliere meine Heimat, ich verliere meinen Bezugspunkt. Das war nicht. Und von daher gibt uns das sehr viel Hoffnung, dass wir in Zukunft das dann auch der Gemeinde weiterhin werden vermitteln können. Ich denke auch mal so als Presbyterin, wo ich den Prozess mit begleitet habe, dass wir auch die Ängste nehmen konnten, den Gemeindegliedern, auch dem Presbyterium, die Ängste, dass eine Gemeinde die andere vereinnahmt, ne? Sondern dass wir auf Augenhöhe den Prozess die ganzen Jahre umgesetzt haben und wir sagen können, dass wir wirklich also eine vertrauensvolle Zusammenarbeit hatten und wahrscheinlich, und ich hoffe auch, zukünftig haben werden. Sie nennen sich an Dünnen, Wupper und Rhein. War es klar, dass nur die beiden Gemeindeteile zusammengehen oder hätte auch jetzt Hittorf mitspielen können, die auch am Rhein liegen? Hittorf liegt am Rhein, aber gehört zur Kirchengemeinde Monheim. Also das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Der Prozess ist letztlich von den beiden Gemeinden übernommen worden und der Name
war ganz am Ende. Also das ist dann so, als wir so weit waren, dass wir darüber nachdenken konnten, wie wir es denn nennen sollen, waren wir schon relativ weit. Wenn ich, deswegen, der Prozess war 4 Jahre, die Entscheidung ist im vergangenen Jahr gefällt worden. Es war 4 Jahre Prozess, um dahin zu kommen. Und dann war aus der Gemeinde der wichtige Wunsch, dass der Name Lokalkolorit haben soll. Also so. Und Lokalkolorit macht es schwierig, wenn man nicht ganz besondere Menschen hat, die da mehrere Jahre irgendwo gelebt haben. Aber was wir hatten, waren verbindende Flüsse. Und dann waren wir bei Dünn, Wupper und Rhein. Und diese Flüsse sind dann im Namen Fließrichtung aufgenommen worden, sind im Siegel dargestellt. Da ist das Schiff und die 3 Wellen sind drunter. Das Siegel haben wir noch gar nicht gesehen. Ach, habe ich das irgendwo? Ja, leider gibt es das irgendwo. Sie hatten doch das Siegel. Ach so, auf der Webseite. Zumindest da unten, ja, im Gemeinden. Mal gucken. Ja. Also 3 Wellen für 3 Flüsse. Genau. Nee, das ist eigentlich auch nochmal richtig. Aber ja. Das heißt, vor 4 Jahren wurde der Prozess angestoßen, genau. Aber die Entscheidung fiel erst letztes Jahr, also 2019 oder 2018? 2018, 19. Also ja. 2018 waren wir relativ sicher, weil es braucht auch den Vorlauf dann. Ja. Also, und wer genau hat dann die Entscheidung getroffen? Also was war das Gremium, was dann letztendlich zustimmen musste? Oder? Die Beschlüsse sind getroffen worden von den jeweiligen Presbyterien. Dann müssen noch ein paar Gremien zustimmen, aber die elementaren Beschlüsse sind von den Presbyterien getroffen worden. Und beide Presbyterien haben einstimmig dafür votiert? Ja. Also es geht hier nicht von oben nach unten oder dass irgendein Landesbischof muss da nicht sagen, ja, ihr dürft oder ihr dürft nicht. Oder die Landeskirche hat hinterher zugestimmt. Aber der Prozess geht nicht von dort aus. Es ist jetzt nicht so, dass weder auf Kirchenkreisebene noch auf landeskirchlicher Ebene jemand gesagt hat, ihr beiden guckt jetzt mal, sondern dass wir beiden gedacht haben, wir gucken jetzt mal. Und als wir dann die Entscheidung getroffen haben, dann sind andere Gremien natürlich mit ins Boot zu holen. Oder, ja, nehme ich doch, mit ins Boot zu holen. Aber der Ausgangspunkt ist der von Gemeinde und von Basis. Ja. Also praktisch ein Prozess von, in Anführungsstrichen, unten nach oben. Ne? Nur noch mal zur Info. Es gibt doch so eine magische Zahl, Pfarrstelle pro Gemeindeglieder. Liegt die bei 3.000 noch oder ungefähr? Oder gibt es die nicht mehr? Die gibt es nicht. Das ist die Schwierigkeit. Also, das gab es früher. Das gab es nur bei landeskirchlicher Zuweisung zu der Zeit. Das ist eine Frage, wie viele Gemeindeglieder sollen eine Gemeinde haben, damit eine volle Pfarrstelle dort freigegeben wird. Bei uns im Kirchenkreis gibt es ein Pfarrstellenbesetzungskonzept und da steht keine Zahl drin. Also von daher... Aber die Zahl 3.000 habe ich irgendwo mal irgendwann gehört. Ja, richtig. Ne? Die haben es auch mal gehört, ja. Aber die betrifft nicht diesen Kirchenkreis. In der Pressemitteilung schreiben Sie auch, dass Sie in Zukunft auf Menschen zugehen möchten, die sich von der Kirche abgewandt haben oder nie was mit ihr zu tun hatten. Haben Sie, wie konkret ist das denn oder was planen Sie denn, um da die verlorenen Schäfchen in Anführungsstrichen vielleicht wieder ins Boot zu holen? Gibt es da irgendwie konkrete Ideen, Strategien? Machen Sie ruhig, ich komme weiter. Es wäre vermessen, davon auszugehen, dass wir hier und heute ein fertiges Konzept haben. Die neue Gemeinde wird eine neue Gemeindekonzeption erst noch formulieren müssen. Und ich sage ganz bewusst, wir wollten auch als alte Presbyterien die neue Gemeindekonzeption nicht vorwegnehmen, denn das ist wirklich Aufgabe der neuen zusammengewachsenen Gemeinde, das zu formulieren und sich Ziele zu setzen. Aber ja, der Anspruch ist da. Jetzt könnten Sie natürlich zu Recht sagen, ein solcher Anspruch hat ja mit der Fusion erstmal gar nichts zu tun. Das kann auch jede Kirchengemeinde für sich machen. Wenn wir den Wunsch hätten, wir wollen Menschen erreichen, die uns ferner stehen, dann hat das erstmal nichts mit der Fusion zu tun. Aber wir sehen einfach im Rahmen der Fusion bessere Bedingungen, bessere Möglichkeiten, das zu tun. Da will ich mich ein Beispiel nennen. Wir würden schon gerne bei uns in der Gemeinde einfach mal ausprobieren, wie das auch anderswo passiert, etwa in Neuss,
diejenigen Menschen, bei denen eine Taufe anstehen könnte, durch einen sogenannten Taufbrief, also ein Anschreiben an die Eltern, Taufe bedeutet dies und jenes, ihr habt die Möglichkeit, das zu tun, und wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu, sowas einfach mal auszuprobieren, ja, und damit Menschen zu erreichen, die vielleicht von sich aus auf diese Idee nicht kommen. Das wäre ein Ansatzpunkt. Natürlich das, was hier in der Kirchengemeinde passiert, schon bisher passiert ist, eine relativ offene Gruppenarbeit ist schon bisher ein Angebot an Menschen gewesen, die nicht alle Gemeindemitglieder sind, sondern die vielleicht auch ein Stück weit gemeindeferner sind. Das wird man durch die gebündelten Möglichkeiten, die wir dann haben, vielleicht noch erweitern können, indem dann eben Menschen, die bisher in Küpperstich und Bürch die hiesigen Angebote gar nicht wahrgenommen haben, dazu bringen, da gibt es doch was, das könnte auch für dich interessant sein. Aber ich muss Ihnen zugeben, Frau Masur, ein fertiges Konzept haben wir an der Stelle noch nicht. Aber einen gemeinsamen Gemeindebrief. Den gibt es. Das heißt, man erfährt das überall. Das ist die erste Ausgabe. Der, genau, ja. Richtig. Das haben wir jetzt auf die Schiene gesetzt zum Beginn des neuen Kirchenjahres, 1. Dezember, haben gesagt, also den Monat, den nehmen wir uns als Vorlauf dann schon mal, dass da schon mal deutlich wird, auch dort sind wir auf einem gemeinsamen Weg. Da steckt ganz viel Zeit, Kraft und Herzblut von Menschen drin, die sich eben um diese Neukonzeption auch dieses Gemeindebriefes verdient gemacht haben. Sieht man so einer Ausgabe vielleicht erstmal gar nicht so an. Und auch das finde ich toll, dass es gelungen ist, dass sich die beiden Redaktionen der bisherigen Gemeindebriefe eben zusammengekauft haben und sich dann in ganz vielen verschiedensten Gremienstrukturen überlegt haben, wie kann es denn weitergehen. Und ich finde, das ist gelungen. Und das macht ja dann auch deutlich, dass da ganz viel Engagement und auch Wille ist. Ne? Wir wollen das auch wirklich dann nach außen tragen, diese Gemeinsamkeit auch auf der Ebene. Ne? Wie sieht denn das, wie sieht denn die Altersstruktur aus der neu geschaffenen Gemeinde? Kann man da sagen, hat sich da jetzt irgendwas verschoben? Oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich sind beide in der Grundstruktur relativ ähnlich. Mhm. Heißt ein mehr gehobenes Alter. Eigentlich. Naja, ich meine, wenn Sie mich jetzt fragen, dann wäre ich ja auch schon drin. Aber nicht eigentlich, das ist ein Durchschnitt durch die Gesellschaft. Die Frage ist ja, das ist eine Vorstellung von Kirche. Ja, dass ja, Kirche, das ist, Kirche ist mal eigentlich ist erst, wenn man X ist. Aber letztlich ist es das, was sie gesellschaftlich haben, ist mit unterschiedlichen prozentualen Anteilen, ist Kirche. Also Kirche ist nicht eine Institution von denen, die dann sonntags im Gottesdienst da sind, die auch. Ja. Aber Kirche sind alle Menschen, die in der Gemeinde sind. Klar, das ist klar. Man sieht halt immer nur die Kirchgänger und deshalb frage ich, wie ist denn so gesamt das, was man nicht sieht? Was, das Verrückte ist ja, dass ich die anderen auch sehe. deswegen fragen sie ja. Und wenn wir das sehen, also zum Beispiel, wenn wir Konfirmandenunterricht sehen, ja. Natürlich gibt es da größere und kleinere Gruppen. Ja. Das hängt aber im Regelfall damit zusammen, dass die Jahrgänge größer oder kleiner sind. Ja, das ist klar. Mhm. Aber generell ist, also es stört ja, dass wir, sind Evangelische in den drei Stadtteilen etwa knapp 20%. Mhm. Ja. Und da können sie durchgehen. Durchgehen, okay. Also gemischt. Gemischt, ja. Und um da nochmal drauf einzugehen, ne, was ich eben wichtig finde, es auch wahrzunehmen, ist, dass es ja ganz unterschiedliche Bezugspunkte und Anknüpfungspunkte von Menschen an Kirchengemeinde gibt. Ja. Wir würden uns das vielleicht gerade als Pfarrer dann wünschen, dass wir sagen, boah, sonntags morgens im Gottesdienst, da sollte sich das in besonderer Weise dann vielleicht eben auch bemerkbar machen oder wahrnehmbar sein. Aber es gibt Leute, die sind eben höchst selten im Gottesdienst, gehören aber zur Gemeinde und zwar jetzt nicht nur auf dem Papier, sondern haben hier über Gruppen und Kreise, über Freundschaften, die bis ja hinein auch dann in den privaten Bereich nochmal ganz andere Auswirkungen haben, einfach eine Anbindung hier und würden sich natürlich da auch nochmal
sehr klar als Gemeindeglieder definieren, auch wenn man sie, wie schon gesagt, eben nicht zwingend jeden Sonntag hier in der Kirche sieht oder so. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön und auch sehr wichtig, eine Angebotspalette letztendlich auch vorhalten zu können, wo sich ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen, auch gesellschaftlichen Strukturen andocken können und auch zueinander finden und sich dort auch nochmal anders als Gemeinschaft erleben und ausprobieren können. Und an dem Punkt ist es uns dann natürlich auch wichtig, ich denke, das ist ein bisschen auch so eine Rheindorfer Tradition, die Vernetzung, die es ja hier im Stadtteil sehr, sehr eng gibt, dann auch aufrechtzuerhalten und auch weiterzuführen. Und auch da mache ich dann manchmal so die Erfahrung, ach, da seid ihr auch mit drin und da betätigt ihr euch auch und da engagiert ihr euch auch. Ja, dass Kirche sowas aber auch macht und da, ne, passieren dann auch so Aha-Momente, dass man Leute nochmal ganz anders erreicht oder die Projekte, die du hier auf die Schiene setzt, ne, da kannst du vielleicht viel besser selber was erzählen, dass wir eben auch Leute versuchen nochmal von ganz weit weg, in Anführungsstrichen, hier dazu zu bringen, unsere Kirchenschwelle zu überschreiten. Ja, das ist zum Beispiel der telefonische Besuchsdienst, den wir, wo wir jetzt dieses Jahr im Juli unser 10-jähriges Bestehen feiern. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, da war es auch das Projekt damals vor 10 Jahren hier in Rheindorf gegründet worden. Und wir telefonieren regelmäßig einmal die Woche ehrenamtlich mit älteren Menschen, Senioren, die zu Hause leben, die halt eben auch Einschränkungen haben. Hör, können nicht mehr gut hören, nicht mehr gut laufen und halt eben da versuchen wir ein kleines bisschen, ja, Unterstützung zu geben, Lichtblicke zu geben, indem wir mit diesen Menschen telefonieren. Wir sind im Moment, sag ich mal, wir haben in Rheindorf, wir sind in Rheindorf gestartet und sind jetzt über die Stadt Leverkusen hinaus, haben wir den telefonischen Besuchsdienst, mir fehlt das passende Wort dazu. Weit im Stadtbereich verankert. Ja, danke schön. Und wir haben über 50 Menschen, die wir anrufen und auch ungefähr so 25 Ehrenamtliche, die regelmäßig jede Woche mit den Herrschaften telefonieren. Und sie sind froh und dankbar und freuen sich auf unsere Anrufe und vor allem auch die Beständigkeit. Ne? Wir telefonieren jede Woche und man merkt auch die Freude und auch die Dankbarkeit der Personen. Dann gibt es so diesen Aspekt auch bei uns noch, der einfach auch nochmal Menschen ein Stück weit ganz anders bindet, dass wir einfach auch Veranstaltungen machen, die eine breite Öffentlichkeit erreichen, dass wir uns hier Leute einladen, die Lesungen machen, dass wir Leute einladen, die sich hier musikalisch in irgendeiner Weise engagieren. Und dann gibt es eben Konzerte oder wir haben jetzt vor Weihnachten den Shanty-Chor hier gehabt, der dann eben halt auch Adventslieder gesungen hat und ähnliches. Und damit erreichen wir auch Leute, die sonst wahrscheinlich zu einer gemeindlichen Veranstaltung eher sich nicht unbedingt angesprochen fühlen, hier zu uns in die Hoffnungskirche zu kommen. Und bei solchen Gelegenheiten kommen sie halt doch, sind ganz erstaunt, was es hier für Möglichkeiten gibt, wie dieser Raum aussieht. Nehmen sich vielleicht, wenn sie gehen, auch noch einen Gemeindebrief mit, blättern zu Hause drin und sagen, ach, das gibt's da und das machen die und dies und jenes. Und auch so kann man dann nochmal Leute in irgendeiner Weise erreichen und auch nochmal vielleicht für das ein oder andere interessieren und gewinnen. Darf ich noch einen Aspekt hinzufügen? Ich glaube, man darf auch bei der Betätigung einer Kirchengemeinde und bei der Frage, wer fühlt sich denn dazugehörig, wie ist die Beziehung, wie eng, wie fern, man darf nicht den Aspekt der ehrenamtlichen Mitarbeit außer Acht lassen. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die vielleicht nicht regelmäßige Gottesdienstbesucher sind, sonntags, jeden Sonntag kommen, aber die sich ehrenamtlich engagieren. Und ich bin immer wieder ganz persönlich überrascht, wie viele Menschen bei dem, was in Küpersteg und Börich Dankeschön-Feier heißt, immer im Januar stattfindet, Dankeschön an die ehrenamtlichen Arbeitenden in Börich und in Küpersteg, wie viele Menschen zu dem Kreis der Ehrenamtlichen gehören und wie viele da eingeladen werden und dann auch kommen. Das heißt, alles Menschen, die sich der Gemeinde in der einen oder anderen Weise verbunden fühlen. Und das ist hier in der Hoffnungskirche in Rheindorf ja kein bisschen anders, richtig? Und das strahlt ja auch über die direkt ehrenamtlich Tätigen in deren Familien, in deren Bekanntenkreis, in deren Freundeskreis aus. Ich denke, man darf diesen Aspekt nicht unterschätzen. Noch eine formale Frage. Die Presbyterien haben beschlossen,
Die oberen Kirchengremien haben zugestimmt. Wann ist es, tritt es formal ein? Um 0 Uhr zum 1.1. oder? Trat. Ja. Genau. Es trat um 0 Uhr zum 1. Also zum 1.1. ist die Fusion dann in Geltung. Ja, genau. Und mit einem ersten neuen gemeinsamen Presbyterium, das sind wie viele Mitglieder, die da gewählt werden? 8? 12. 12? Ja. 6 und 6 wahrscheinlich. 6 und 6 und ja. 2 Mitarbeiter. Es wird eine Wahl im Bezirk 1 geben. Also in Küpperstech-Bürrich gibt es eine Wahl. In Rheindorf steht die Liste derer schon. Das heißt, da stehen die 6 Personen bereits. Mhm. Plus Mitarbeiterpräsbyter. Plus jeweils ein Mitarbeiterpräsbyter. Mhm. Das heißt, aktuell gibt es niemanden, der entscheiden könnte, wenn die alten Presbyter quasi nicht mehr in ihrer Berufung sind, sag ich mal, oder im Amt sind, kann man das so sagen? Es gibt so Übergangszeiten und für diese Übergangszeit gibt es einen, das heißt, Bevollmächtigtenausschuss. Mhm. Der wird eingesetzt von der Leitung des Kirchenkreises, vom Kreissynodalvorstand und in diesem Fall hat er es so gemacht, dass er die Gemeinden gefragt hat, wer soll da rein. Die Gemeinden damals, vor der Fusion, haben gesagt, von uns die, von euch, von uns die. Und der KreisV, der Kreis im Dörfern hat genau die beschlossen. Also und die sind jetzt seit dem 1. Januar drin. Bis zur Einführung des Presbyteriums. 22. oder 30. Genau. Ja. Genau. Sehr viel schneller werden Entscheidungen in der Kirche eigentlich sowieso nicht getroffen. Nee, und ich glaube auch, dass elementar grundlegende Veränderungsentscheidungen jetzt nicht für solchen Übergangsausschuss war. Nein, auch diese 3 Monate, denke ich mir, wird da nichts passieren. Ja, also wir gehen mal davon aus, wenn nicht ganz außergewöhnliche Dinge, die nicht geplant oder erwartet sind, passieren, gibt es da im Augenblick auch nichts, was da anliegen würde. Ich würde ja mal sagen, wir haben uns ja Mühe gegeben, das wirklich gut und intensiv vorzubereiten und das, was wirklich wichtig war, auch im Vorfeld zu bedenken und dann eben, soweit es nötig war, auch beschlussmäßig festzumachen. Zum Schluss vielleicht nur noch eine Frage. Ich weiß, es ist ein Prozess und der fängt jetzt erst richtig an. Aus Kulanz ist ein Vertrag geworden, was die Absprachen, was das Personal anlangt. Es gibt einen gemeinsamen Gemeindebrief und jetzt wüsste ich noch gerne, gibt es auch schon wirklich benennbare Synergieeffekte vielleicht im Gemeindebüro oder so. Was läuft da zusammen, was vorher ja, 2-mal so viel gebraucht hat, doppelte Kraft gebraucht hat? Die Frage ist natürlich, am dritten Tag, also die neue Gemeinde ist jetzt schon 2,5 Tage alt. Aber die konnten jetzt schon testen. Also, aber der erste Tag war ein Feiertag. Ja. Also in der Situation, also wir haben Sachen überlegt. Also es gab vorher Arbeitsgruppen, die genau das überlegt hat auch. Also wo könnten Kooperationen Sinn machen? Und das betrifft auch einige Arbeitsfelder. Aber das braucht auch jetzt erstmal kleine Schritte. Also im Gemeindebüro haben wir Überlegungen, wo Synergien möglich sind und wo auch da Arbeitsaufteilungen, also Schwerpunkte gesetzt werden können. Aber das ist, glaube ich, jetzt, also das ist zu kleinteilig, um das jetzt zu formulieren. Aber die Perspektive ist da. Und es wird nur noch ein Kirchenbuch geben. Und das ist richtig gesehen? Oder? Sie waren freundlicherweise auf der Vorderseite genau drauf. Und das, was jetzt kommt, ist die gemeinsame Website. Was wir haben, ist, wir haben zum Beispiel vorher noch ein gemeinsames Leitbild, damit wir eine Grundlage haben für ein Logo. Wenn das Logo steht, da sind wir jetzt auf dem Weg, weil das, was Sie auf dem Gemeindebrief gesehen haben, ist das Siegel. Ach, okay. Das heißt, es gibt auch noch ein neues Logo. Es wird auch noch ein neues Logo geben. Sieht das ähnlich aus oder ganz anders? Es wird es geben, ich weiß es noch. Ich weiß überhaupt nicht, wie es aussieht. Genau. Und wenn das Logo da ist, ist dann auch dran, die gemeinsame Homepage einzurichten. Aber da sind ja Grundsatzfragen und alles erstmal prophylaktisch zu machen und dann gibt es eine andere Farbgebung und eine andere Struktur und dann so ein... Also von daher... Aber die Ideen, also da ist auch schon das eine oder andere ins Boot geholt. Und da kann ja auch nochmal spürbar werden, wir sind in einem Prozess und da entstehen erstmal Dinge und das wird dann dort eben auch so sein und wird dann da eben auch nachvollziehbar werden.
Klar, Siegel muss man vorher fertig machen. Genau, Siegel muss da sein. Und Siegel muss, also Siegel, das ist ja dann wieder die. Kann nichts stattfinden. Genau. Und das hat die Landeskirche auch dem zugestimmt. Genau. Vielen herzlichen Dank für Ihr Dasein, für Ihr Kommen, für Ihre Fragen und für die Begleitung des Prozesses. Und danke für das Engagement. Ihnen alles Gute und ein gutes, gesegnetes, zufriedenes Jahr 2020. Ja, auch nach den 2,5 Tagen.